Hört ihr das? Da hinten liegt was. Da hinten liegt was. Was ist da passiert? Daniel? Daniel weint. Wow! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Roblox. Und es ist ziemlich kalt hier. Boah, wir spielen heute wieder eine Camping-Story. Und Leute, ihr habt beim letzten Mal ja schon gesagt, ey, spiel bitte den dritten Part auch. Und Leute, wenn ihr den zweiten noch nicht gesehen habt, richtig krasse Story. Der erste, der war auch gut. Und jetzt spielen wir den dritten Teil. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal... Hey, ich will in den anderen Heli rein. Ich will in den Heli rein. Ich will da rein. Lass mich da rein jetzt. Perfekt. Wir gehen in den Helikopter rein. In den Shop und... oh Gott, oh Gott. Wir können Fliegen holen. So Leuchtfliegen. Die haben wir uns jetzt auf jeden Fall mal geholt. Und jetzt mit den Leuchtfliegen, Leute, können wir ein bisschen für Licht sorgen auf dem Camp. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass Leute in diesen Heli einsteigen. Seht mal zu, dass sie in den Helikopter kommen. Was ist das denn? Der mittlere fliegt einfach schneller los. Was ist das? Also das verstehe ich nicht. Und wer ist hier jetzt drin? Okay, wir fliegen jetzt. Okay, Leute, es geht zum Campen. Also, auf geht's ins nächste Abenteuer. Und da werden wieder gruselige Sachen passieren. Uiuiuiuiui, wo sind wir denn hier abgeblieben? Park Ranger Daniel ist auch schon wieder dabei, Leute. Und mit dem haben wir letztes Mal richtige Abenteuer erlebt, ne? Jetzt sind wir hier in diesem Spukhaus. Ist das ein Spukhaus? Das ist ein Spukhaus, oder? Er will uns eine kleine Tour geben. Wir sind jetzt hier auf einem Berg, Leute. Und wir sind alle sehr aufgeregt, auf jeden Fall. Und oh, was ist das denn für eine Bude? Ich habe jetzt hier diese Fliegen dabei. Kann man hier irgendwie noch was mitnehmen? Wahrscheinlich erstmal nicht. Okay. Wir können uns jetzt hier in Ruhe umsehen, sagt er. Ich habe jetzt hier diese Fliegen dabei. Damit können wir so ein bisschen leuchten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und das sieht sehr, sehr ulkig hier drin aus, ne? Aber gemütlich. Sehr gemütlich sogar. Ich möchte mich jetzt hier gerne bitte draufsetzen. Geht das? Perfekt. Also, ich bleibe hier sitzen. Oh, wir sollen ihm folgen. Okay, er möchte auch schon direkt weitergehen. Er sagt, wir ruhen uns jetzt hier nicht aus. Wir gehen jetzt einfach erstmal weiter. Da drin kann man sich natürlich entspannt ausruhen und gut schlafen. Aber er möchte uns natürlich auch noch ein bisschen was von dieser Tour zeigen, Leute, weil wir heute auch campen. Und wir stehen jetzt hier und die anderen sind da alle drin. Was sind das denn für Dullis? Oh, jetzt sind sie hier. Also, er zeigt uns ein paar, ja, gute Punkte, kann man sagen, die wichtig sind zu sehen hier. Und sollen ihm jetzt halt folgen. Das machen wir auch ganz entspannt. Geh mal los, Daniel. Wir kommen dir einfach hinterher. Und das sieht hier alles sehr, sehr verschneit aus, ne? Aber stellt euch mal vor, wie das im Dunkeln ist. Okay, das ist hier sehr groß. Man kann sehen, dass viele Steine auch hier im Weg sind. Oh, was ist das denn hier? Das ist eine Mine. Leute, hier gibt es eine Mine. Die ist absolut dunkel. Oh Gott. 20 Jahre. War da keiner mehr drin. Wir gehen mal diesen Weg lang. Daniel möchte uns noch mal zeigen. Also die Mine sieht auf jeden Fall schon gruselig aus. 20 Jahre war da keiner mehr drin. Und so alt bin ich doch nicht mal, Leute. Okay, ich bin schon ein bisschen älter, aber 20 Jahre ist schon echt lange. Das ist ein See, der ist gefroren. Da können wir rübergehen. Ist auch nicht schlecht. Wir sollen halt nur aufpassen, dass wir nicht ausrutschen, weil der See hier sehr, sehr rutschig ist. Oh, vorsichtig. Und rüber. Okay, das haben wir geschafft. Daniel, lass uns weitergehen. So. Also der See hier, der sieht ganz entspannt aus. Ne? Am See ist es ganz entspannt. Was hat Daniel jetzt zu sagen? Oh Gott. Vor uns liegt nichts weiter als Wald. Wir sollen einfach mal vorgehen und mal in diesen Wald reingehen. Und uns hier umsehen, ja. Da vorne ist irgendwie, sind so Holzbänke zum Campen, verstehe. Und meistens sind hier irgendwie noch so Items oder sowas, ja. Dass man hier irgendwas einsammeln kann. Liegt hier manchmal so rum. So war das in den anderen Teilen zumindest. Müsste jetzt echt mal... Wow! Wow, was ist das denn gewesen? Alter, habe ich mich erschrocken. Leute, habt ihr das gesehen? Das sah gar nicht gut aus. Was war das denn? Oh Gott. Da ist irgendwas im Wald gelaufen. Und wir jetzt hier mittendrin. Ich will eigentlich gar nicht mehr in dem Wald sein. Ich glaube, wir gehen lieber am besten zurück, oder? Oh Gott. Was war das denn für eine Kreatur? Und was ist hier? Hier ist irgendwie so ein Pavillon. Okay. Da kann man anscheinend reingehen.
Aber bist noch da, dass dieses Tier oder dieses Geschöpf ist bis da hinten gelaufen. Und man weiß nicht, was es war. Wir gucken mal weiter. Uiuiuiuiui. Müssen wir jetzt hier echt irgendwie campen, Leute? Weil in der Nacht, also ich sag ehrlich, ich will jetzt hier doch nicht mehr so gerne bleiben. Das war bis eben ganz schön, aber dann ist hier irgendwas vorbeigelaufen. Da hinten sind die Kollegen, ja? Ey, hast du das auch gesehen? Daniel, bist du das? Daniel? Ja, das ist Daniel, Leute. Der will uns irgendwas zeigen. Die Leute stehen hier schon, die wollen hier vorbei. Daniel erklärt uns, was das jetzt hier ist. Es ist sehr spät. Wir sollen wieder reinkommen und unseren Aufenthalt genießen. Was ist das hier? Das ist irgendwie noch so ein Brunnen oder so. Verstehe. Wir können jetzt einfach wahrscheinlich in die Villa hier wieder reingehen oder in dieses Haus und bei warmen, gemütlichem Feuer Platz nehmen. Auf der linken Seite war noch ein Raum, den habe ich vorher gar nicht so gesehen, aber ist okay. Wir setzen uns hier erstmal hin. Ich möchte ein bisschen näher ans Feuer ran, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe hier mein Glas dabei, dass ich für ein bisschen Licht sorgen kann. So, es ist Nacht. Wir sind alle da. Es regnet draußen. Oh Gott. Das habe ich den anderen gerade auch gesagt oben. Es regnet sehr stark. Wir müssen jetzt hier in diesem Haus bleiben. Wir sind hier drin eingesperrt anscheinend. Können wir hier einen Schalter drücken? Nee. Können wir da irgendwas draußen sehen? Leute. Irgendwie ist das hier ein bisschen gruselig, oder? Wer weint hier? Hört ihr das? Wer weint jemand? Leute, wer weint hier? Irgendeiner braucht Hilfe. Wir müssen nach draußen gehen. Lass uns hier den rechten Weg nehmen. Ich höre es von rechts. Wir gehen zum See, Freunde. Kommt mit mir. Hört ihr das? Da hinten liegt was. Da hinten liegt was. Was ist da passiert? Daniel? Daniel weint. Wow! Was ist das denn? Weg hier! Oh Gott! Der Typ schießt Blitze, Mann! Was geht denn hier ab? Oh nee, du! Oh. Leute, lauf! Wir müssen zurück zur Hütte! Wir müssen zurück zur Hütte! Schnell! Oh, hat mich fast getroffen! Okay, okay. Oh Gott! Das war so knapp! Das war so knapp! Oh. Oh. Leute, lauf zur Hütte! Oh Gott! Oh Gott! Lasst euch bloß nicht treffen! Nein! Ayos mios! Da läuft er! Da läuft er! Der läuft uns hinterher, oder? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Leute, lasst euch bloß nicht treffen! Wir müssen rein ins Haus! Rein ins Haus! Oh Gott! Was war das? Bleibt hier drin! Bleibt hier drin! Versteckt euch hier drin! Ich guck nach draußen! Ich hab hier Licht! Oh, also einige von uns hat's schon gut erwischt, ne? Sind einige überhaupt noch lebend da rausgekommen? Oh, dem geht's gar nicht gut, dem Roten. Dem geht's gar nicht gut. Habt ihr das gesehen? Daniel ist tot. Nein, das war Park Ranger Steve, Leute. Park Ranger Steve. Daniel lebt anscheinend noch. Park Ranger Steve ist tot. Er wurde von dieser Kreatur draußen erwischt. Oh, oh. Da ist es. Da ist das Tier. Geh weg! Weg mit dir! Oh Gott. Wir müssen aufpassen, Leute. Lasst ihn bloß nicht rein, wenn der jetzt hier reinkommt. Das Ding ist weggelaufen. Wir gucken mal hier raus. Boah, Leute, wisst ihr, was das war? Ey, krass. Okay. Anscheinend haben wir wieder Tag. Oh, oh. Da steht was draußen. Leute, da steht was draußen an der Wand geschrieben in Rot. Die Helikopter kommen erst morgen Nacht. Morgen. Oh nee, wir müssen dem Monster irgendwie ausweichen. Wir kommen hier nicht mehr weg. Wir müssen in die Minen. Ich will aber nicht in die Minen. Da ist es dunkel drin und ich weiß nicht, was da drin wohnt. Da war 20 Jahre keiner drin. Kommt ihr mit? Ich mach das Licht an, okay? Lass das Licht bitte an. Macht es nicht aus, okay? Wir gehen in die Mine anscheinend, Leute. Oh Gott. Oh oh. Der fühlt sich nicht gut. Lindsay Boy fühlt sich nicht gut. Er ist krank geworden. Nein.
Oh Gott. Oh Gott. Der will uns anstecken. Der ist krank geworden. Geh weg. Geh weg. Der niest jetzt, Leute. Oh nein, hat der Corona? Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen uns gut aufteilen. Wenn der uns jetzt voll niest, das wäre gar nicht gut. Oh Gott. Der hat Leute angesteckt, oder? Ayos mios. Wir müssen echt aufpassen. Der niest uns jetzt an, Leute. Wir müssen weg von dir. Das ist eklig. Ich will deinen Schnodder nicht in meinem Gesicht. Komm hierher. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen beiden? Wir bleiben hier oben, Leute. Wir bleiben hier oben. Da passiert uns nichts. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh oh. Oh oh. Der hat den anderen angesteckt. Der hat den anderen angesteckt. Hier. Komm mit mir. Steck die anderen mit Krankheiten an. Oh oh, wir müssen draußen Holz einsammeln. Wir sehen uns bald wieder, hat er geschrieben. Oh Gott, die niesen jetzt die ganze Zeit. Oh nee, ne? Oh nee, die sorgen dafür, dass wir krank werden. Oh Gott, das ist gar nicht gut, Freunde. Da ist Holz, das nehmen wir jetzt direkt mal mit. Okay. Geh bloß weg mit deiner Krankheit, ich will die nicht. Da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei, drei gesehen. Wir sammeln das Holz jetzt ganz schnell ein, Freunde. Und hier steht was. Hier steht was geschrieben. Das Geheimnis von Zack Nolan. Was ist passiert mit dem bekannten Serienkiller Zack? Als er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist... Oh nein. Oh nein, er ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und ist hier gelandet. Oh Gott. Er wurde von einer ganz komischen Kreatur getötet. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Und jetzt ist hier eine ganz... ganz komische Kreatur unterwegs. Und Zacks untote Tochter hat ihn zurück zum Leben gebracht. Oh nein. Oh nein. Zack wurde von seiner Tochter zurückgebracht. Hierher. Wir müssen jetzt ganz schnell, ganz, ganz schnell wieder zum Feuer. Zacks untote Tochter hat ihn zurück zum Leben gebracht. Er hat aber vorher seine Tochter zurück zum Leben erweckt, weil sie bei einem Verkehrsunfall gestorben ist, okay? Und deswegen ist er jetzt wieder da und diese Tochter hat ihn in so einen ganz komischen Anzug reingesteckt. In diesen Anzug, wie die Kreatur aussieht. Wir gehen wieder rein ins Haus, Freunde. Wir müssen da drin bleiben, sonst werden wir krank. Wir sind wieder hier drin. Das Feuer ist wieder am Scheinen. Sehr gut, die anderen sind draußen. Die werden krank, wenn die nicht wieder rein... Oh, oh. Da ist der krank ist. Ja, das hat sich jetzt erledigt. Also man sieht, der Lindsay-Boy, ne, Leute, der ist so gut wie im Eimer, muss man schon sagen. Und dem hier geht's auch nicht mehr so gut, der war auch krank. Also wir haben gut Leben verloren als Team, ne? Und es ist wichtig, dass alle noch da sind. Oh, oh. Wir sollen uns hier im Bunker verstecken, um uns vor der Maus oder diesem Etwas zu verstecken. Okay, wir gehen rein. Ich habe Licht dabei, Freunde. Ihr könnt gerne mit mir gehen. Ich bin hier. Das Licht ist da. Wir warten erstmal ab, was jetzt passiert. Können wir hier wieder rausgehen? Wahrscheinlich nicht. Freunde, wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen wirklich zusammenbleiben, okay? Keiner darf irgendwo hingehen. Wir gehen da zusammen rein. Es ist sehr dunkel da drin. Aber aktuell sieht es ja ganz gut aus. Wir verstecken uns hier im Bunker erstmal. Gucken mal da raus. Hallo? Oh oh. Ist drin. Oh Gott! Eine Lawine! Nein! Wir können nicht mehr hier raus. Die Lawine hat alles kaputt gemacht. Wir kommen nicht mehr aus diesem... Oh oh. Wir kommen nicht mehr aus der Mine raus. Wir müssen jetzt hier durch. Und hier ist es sau dunkel drin. Hallo? Hilfe! Hört uns irgendjemand? Oh, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Okay, wir bleiben ruhig. Wir kriegen das hin, macht euch keine Sorgen. Ist da drin irgendjemand? Hallo? Ich bin hungrig, sagt der Erste schon. Er ist hungrig, Leute. Ich habe irgendwie auch ein bisschen Hunger, also jetzt wirklich. Ich glaube, ich esse heute einen Döner oder so. Es gibt einen Weg, wie wir uns gegenseitig am Leben halten können. Er will... Nein, er will nicht uns essen, oder?
Wir sollen einen opfern. Nein, oder? Wir müssen einen opfern aus dem Camp. Oh Gott, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt hier keinen opfern. Dann hast du halt mal nichts zu essen. Kollege. Ich vote den. Wir voten den einfach raus. Leute, wenn irgendjemand mich votet, ich bin absolut dran. Ja. Der, der alle essen will. Der wird raus... Nein, wir haben den Falschen rausgevotet. Lindsay Boy. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab den Arm! Ich hab ihn aufgegessen. Es tut mir so leid. Oh Gott. Das Team hat sich richtig entschieden. Ich habe auch viel fürs Team gemacht. Also hättet ihr mich genommen, dann wäre hier vorbei gewesen. Der nimmt seinen Kopf und isst den. Der Arme. Boah, ist das eklig. Ugh. Er sagt, das war lecker. Wir hätten ihn rauswerfen müssen. Ugh. Wir müssen jetzt einen Weg rausfinden. Ne? Wir haben jetzt gerade einen von uns gegessen, Leute. Wir haben einen von uns gegessen und wir müssen durch die Mine gehen. Was ist hier nur bloß passiert? Wie kann das sein, dass wir jemanden von uns... Oh, oh. Oh, oh. Wir müssen laufen. Die Lawine. Die Lawine kommt, Leute. Schnell rüber. Oh Gott. Einer ist tot. Kommt. Die Lawine kommt, Leute. Die Lawine kommt. Nein, der Minenkarren. Oh, das war so knapp, Leute. Das war so knapp. Wir warten. Wir gehen durch. Ich habe Leben verloren. Oh, oh. Wir müssen hier raus. Die Lawine kommt immer näher. Die Lawine kommt immer näher und wir gehen hier rein. Wir sind sicher. Die Lawine ist da. Alter Schwede, einen von uns hat's erwischt. Der ist einfach in die Spikes reingefallen und tot. Wir haben zwei Leute verloren in der Mine, Leute. Wir müssen jetzt echt hier raus, ne? Sonst kommt die Lawine und füllt es hier noch weiter zu. Die ganze Mine ist unter Schnee jetzt. Okay, Daniel, wir gehen mit dir. Oh, ganz schön hell draußen. Wir sind hier rausgekommen. Daniel! Daniel, was sollen wir tun? Wir haben zwei aus unserem Camp verloren. Wir sind nur noch zu viert. Er ist einfach in die Spikes reingesprungen. Verdammt. Er ist froh, dass wir okay sind. Vor zwei Tagen hat er Schreie im Wald gehört, Leute. Eine ganz komische Kreatur kam und hat ihn angegriffen. Oh je. Stevie ist tot, Daniel. Er konnte sich verstecken. In der Mine. Das war natürlich nicht schlecht. Was ist mit Lindsay Boy passiert, fragt er. Wir wollen nicht drüber reden. Wirklich nicht. Ich will nicht drüber reden, was mit dem passiert ist. Heute Nacht bleiben wir in der Hütte. Die Mine ist nicht sicher. Wir gehen dahin. Alles klar, Leute. Wir sollen in die Hütte gehen. Okay. Ich bin gespannt, wann der Heli kommt, wann das Flugzeug, beziehungsweise wann wir abgeholt werden. Wir gehen jetzt mit Daniel einfach mit und bleiben da, ja? Daniel, ey, hier sind Dinge passiert, von denen träumst du nachts schlecht. So, es geht rein in die Hütte. Hier ist immer noch dieses gezeichnete, was ist das für ein Zimmer auf der linken Seite? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es wirklich nicht. Ist hier eigentlich irgendwie ein versteckter Raum oder so? Kann man hier irgendwas drücken? Auch nicht. Daniel wartet hier auf uns. Okay, Daniel, wir sind da. Ich habe ein bisschen Leben verloren, Leute, aber der Cheesy, dem geht's ganz gut. Cheesy Cakeboy, dem geht's sehr gut. Wo ist denn hier der andere? Ah ja, okay. Also einige von uns hat's echt stark erwischt, ne? Beziehungsweise der hier auch ja noch. So, ich setze mich erstmal hier hin. Wir sind nur noch zu viert, Leute. Wir haben einfach einen von uns gegessen. Es ist Nacht. Es ist Nacht und Daniel ist mit uns. Bitte geh nicht weg. Bitte, Daniel, bleib einfach bei uns, okay? Bitte lauf nicht weg. Bitte. Das Tor ist aktuell zu. Hier ist nichts los. Das Feuer ist sehr gemütlich. Wir können hier entspannt chillen. Aber ich behalte das Tor hier im Blick. Ich gehe mal hier auf diese Seite. Okay, wir können hier nicht raus. Ich gucke an, was hier passiert. Oh, oh. Oh, oh. Das Tier ist wieder da, Leute. Ah! Oh Gott! Es ist hier!
Nein, wir müssen hier raus. Ah, bitte nicht. Ich will da nicht rausgehen. Oh Gott. Was ist das? Hallo, Vater. Das ist die Tochter. Kannst du mir dabei helfen? Fragt er. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen dem ausweichen. Nein, du machst jetzt nichts. Oh, nee, ey. Wir, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, oh Gott. Es wird einen von uns erwischen, da bin ich mir ganz sicher. Es hat ihn fast erwischt. Er ist fast gestorben. Boah, Junge, weich gut aus. Oh Gott. Leute, wir müssen das irgendwie überleben. Wir müssen das irgendwie überleben. Yo! Ach du Heiliger. Nein. Die wollen uns zusammen fertig machen. Daniel, du musst irgendwas tun. Daniel, was ist denn los mit dir? Oh, oh. Einer ist gestorben, Leute. Wir sind nur noch zu dritt. Nein, die wollen uns kriegen. Die wollen uns richtig fertig machen, bitte. Ich hab die Lichter. Oh, oh. Oh Gott. Der hat gut was abbekommen hier. Der hat wieder gut was abbekommen. Alter Schwede. Okay, Leute. Wenn die beide uns zusammen bearbeiten, ja, wenn die uns beide zusammen angreifen, dann sieht's ganz schlecht aus. Oh, oh. Okay. Das wird immer schneller, das wird immer schneller. Oh Gott, ich muss hier raus. Bitte holt uns doch irgendjemand ab, Hilfe. Bitte holt uns irgendjemand. Oh Gott, die wollen uns beide... Nein, das Feuer tat so weh. Ah, lass mich in Ruhe. Die tun sich gegenseitig ja nicht mal weh. Oh Gott. Bitte lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, der Blitz hat gut reingeschallert, Leute. Oh Gott. Oh Gott, die bearbeiten uns zu zweit. Nee, ne? Nee, ne? Oh nein. Oh nein. Wir müssen aufpassen. Dem Feuer. Oh, oh. Ja. Jetzt wird's gefährlich, ne? Die beiden sind jetzt hier. Ich hab gut was davon abbekommen. Oh, oh. Oh Gott. Der explodiert jetzt. Leute, das wird richtig wild. Nein. Nein. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bitte holt uns doch jemand hier raus. Es ist wirklich ultra knapp jetzt. Nein, nein, nein. Wenn der jetzt sein Feuer macht, ne? Der macht jetzt sein Feuer. Oh Gott. Wir müssen vorsichtig sein, Leute. Konzentrieren. Es kann nicht wahr sein. Wir haben es überlebt, oder? Wir haben es überlebt, oder? Zeit ist zu beenden, sagt die Maus. Oh Gott. Oh Gott. Daniel ist mit uns im Minenkarren. Was machen die mit uns? Nein, bitte nicht. Schmeiß uns da nicht runter. Oh. Oh, wir sind immer näher. Bitte schmeiß uns da nicht runter, bitte. Überlegt euch das doch mal. Überlegt euch das doch, bitte. Oh, was ist das hier? Die Geister. Oh Gott, die haben... Was? Die schieben gegen an. Wer sind die? Oh, die retten uns so ein bisschen, oder? Wir sind festgebunden anscheinend. Oh, schiebt gegen an, bitte. Was passiert hier jetzt? Das ist die Familie und der Sohn. Boah, der Sohn hat gerade eine Explosion gemacht. Alle sind erledigt. Der Mörder aus dem ersten Teil und der aus dem zweiten Teil und die Tochter von dem. Da ist er. Zack. Ach was, die Familie. Der Vater hat die Tochter überfahren von Zack. Der Vater hat die Tochter von Zack überfahren und Zack sagt, er vergibt ihm und deswegen hat er die Familie umgebracht. Oh, oh, das Kart rollt noch. Bitte. Oh, Zack. Nein. Zack hat sich für uns geopfert.
Was? Das war's mit einer weiteren Camping-Story von Roblox. Alter Schwede, ist die geil. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch was. Kuss geht raus. Denomine out.